Gude, ich bin's mal wieder und wie ihr an diesem Setup erkennen könnt, gibt es mal wieder einen Deckbefall von mir. Und zwar Phantom Band Orcus mit dem neuen Support aus Phantom Rage mit Fawn Scales. Ich habe schon vorgestellt, was Fawn Scales machen kann in Orcus. Die Videos könnt ihr euch nochmal gerne anschauen. Ich werde die oben rechts einblenden. Und diese Liste basiert auch auf die Combo mit Heike Fibrax, weil ich hier meiner Meinung nach das Heike Package besser finde als das Isolde Package. Da ist es nicht so tragisch, die Karten zu ziehen, die man normalerweise im Deck behalten will. Und ja, ich freue mich wirklich, die Liste zu zeigen. Und ja, das ist auch, by the way, mein erster Anlauf mit Fawn Scales als Starter. Ich finde, hinter Fawn Scales ist eine Menge Potenzial. Man darf nicht vergessen, dass Fawn Scales dazu führt, dass wir Cherubini, Haki Fibrax und Isolde beschwören können. Und das sind drei Karten, die vieles ermöglichen in Sachen Kombos. Da kannst du wirklich für alles hinlegen, was du willst. Wirklich alles. Und ich denke, hinter der Karte steckt vieles drin. Das muss man aber noch alles rausfinden. Und ja, fangen wir mal an mit dem Deckbefall. Zuallererst natürlich dreimal Girsu. Ganz, ganz obvious. Ich liebe die Karte einfach. Und Girsu sollte man definitiv als Starter spielen, falls man die Karte besitzt. Dann die neue Karte aus Phantom Mage. Dreimal Fawn Scales. Falls ihr nicht wisst, was die Karte kann, ihr könnt eine Karte discarden für Kosten. Könnt dann eine Phantom Knight-Karte vom Deck auf den Friedhof senden. Außer ihn selbst. Und falls eine andere Phantom Knight-Karte vom Friedhof verbannt wird und Fawn Scales im Friedhof liegt, können wir Fawn Scales vom Friedhof specialen. Der wird aber verbannt, wenn er das Spielfeld verlässt. Wenn natürlich sein eigener Effekt beschworen wurde. Diese Karte ist sowohl Starter als auch Extender und das ist ziemlich cool. Vor allem, wenn wir mit Fawn Scales starten, werden wir sogar den Effekt benutzen zum Specialen. In der Regel sendet man Ancient Cloak. Mit Ancient Cloak macht man sich wiederum Boots. Und da wir Boots von Hand Special können, haben wir dann zwei Stufe 3er und mit den beiden können wir dann Cherubini beschwören. Und der Rest ist gefühlt Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, Normal Summon Thornscales fühlt sich an, als hätte ich Jet Synchron genommen. Nur du musst ein paar extra Schritte machen, um dein Heike Fibrax zu beschwören. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, ich liebe es tatsächlich, Jet Synchron zu normen in Orcus. Ich habe auch eine Zeit lang 3 Girsu, 3 Jet und Harmonite Greffer gespielt. Oder auch 3 Strap Recycler. Nur mittlerweile kann ich das ja nicht mehr, weil Jet Synchron auf 0 ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin super froh, dass ich die Fawn Scales reingeworfen habe über Scrap Recycler. Ich bin super genervt mittlerweile, die ganze Zeit Golem und Rosenix zu ziehen und ich bin überhaupt kein Fan von der Scrap Combo mehr. Falls ihr natürlich keinen Bock habt, 3 Fawn Scales zu kaufen, könnt ihr immer noch die Scrap Combo spielen, so ist es nicht. Nur momentan finde ich die Scrap Combo nicht so krass. Vor allem, weil es super anfällig ist in vielen Dingen. Und ja, da habe ich auch die Kommentare durchgelesen, als ich zum ersten Mal Pike Orcus vorgestellt habe dieses Jahr. Da wurde auch öfters erwähnt, dass die Scrap-Kombo super okay ist. Einfach weil du Golem und Rosenix nicht ziehen darfst. Hier hast du den Vorteil, dass es nicht mal schlimm ist, die Karten zu ziehen, die du normalerweise im Deck behalten willst, aber dazu komme ich gleich. Natürlich Rota, denn Rota kann die Fawn Scales suchen. Und natürlich, was kann man mit Rota noch suchen? Harmonite und Greffer. 9 Starter in 41 Karten. Hört sich ziemlich angemessen an. Dann zu dem Orcus Package 2 Nightmare, 2 Skeleton, das eine Impress Bombard, dann ein Voltron und ein Gizmek. 2 Nightmare, 2 Skeleton muss ich gar nicht erklären. Man kann sich überlegen, dritten Nightmare zu spielen, weil man die Karten discarden kann über Barrikadenblocker, wenn man mit Girsu startet natürlich. Man kann den von Hand specialen, wenn man nur mit Armor startet und Nightmare, den kann man einfach specialen mit Burst Bombard. Man kann den discarden für Greffer, man kann den discarden für Thornscale. Discard für Thornscale ist super wahnsinnig tatsächlich. Darf man auch nicht vergessen. Habe ich mir überlegt, 2 Skeleton ist ziemlich solide. Man kann die Karte auch senden mit Cherubini. Das ist auch ziemlich cool. Best Bombard brauchen wir für dieses Deck, weil wir Heike Fibrax spielen, wie gesagt. Ich spiele noch einen World Wand.
weil es nicht mehr nötig ist, den zweiten zu spielen. Vor allem, weil ich das Scrap Package nicht mehr spiele. Und wie bei Nightmare ist die Karte super einfach zu discarden, falls wir die Karte ziehen. Also so schlimm ist es nicht mehr, das World Font auf der Hand zu haben. Wir haben immer den einen oder anderen Weg, den loszuwerden. Und Gizmek ist Gizmek. Ich liebe Gizmek, viele cutten diese Karte oder mögen die nicht. Ich mag es tatsächlich, vor allem wenn du vor Game pushen willst. Es gibt Momente, wo du den Boss unter 5 Summons beschwörst und in der Battle Phase, in der Damage Step, den Effekt von Nightmare aktivierst. Natürlich, wenn du Babel auf dem Feld hast, dann Gizmek reinsetzt und dann plötzlich dein Rotiker hast. Das ist richtig cool. Und außerdem ab Turn 2 im Grind ist Gizmek wirklich wahnsinnig, weil es einfach ein Monster ist, den du for free bekommst. Klar, du bannest 8, aber nach Turn 2 und 3 ist es eigentlich ziemlich egal, was du bannest. Deine Busterdog, ich meine, wenn das Deck Busterdog spielen kann, dann sollte man es auch ausnutzen. In der Regel kann man den Busterdog hinlegen, wenn man mehr als nur Torn Scales hat. Man kann ihn auch nur mit Gizmo machen, so ist es nicht. Je nachdem, gegen was man spielt. Aber auf die Karte will ich nicht verzichten. Ich meine, die sagt einfach, dass der Gegner nicht spielen darf. Im Sinne von, er darf sein Deck nicht benutzen. Das ist ziemlich gut momentan. Carbonadon und Galaxy Serpent. Man sendet Carbonadon über Cherubini. Mit Carbonadon specialt man Galaxy Serpent vom Deck oder von der Hand. Selbst von der Hand, das ist richtig gut. Heißt, selbst wenn du die Karte ziehst, ist das wirklich nicht schlimm, weil du immer noch specialen kannst. Das mag ich tatsächlich. Und somit hast du Zugriff auf dein Heike Fibrax. Ansonsten, falls wir Carbonadon discarden können von der Hand, senden wir einfach unseren Skeleton. Das ist auch ziemlich nice. Und dann müssen wir, dann können wir sogar den Bastorlock machen. Ja, zu den PKs, Cloak und Boots. Boots ist wirklich nicht schlimm zu ziehen, weil es immer einen Weg gibt, wie wir den specialen können. Und den brauchen wir gar nicht zu discarden. Falls wir Cloak ziehen, können wir den einfach discarden über Front Scales Greffer oder bei Cover Blocker und können dann einfach Shadebreaker den suchen. Raiderswing, das ist eine neue Karte aus dem Set. Erstens, die Karte wird immer als Phantom Knight und Raidraptor Karte behandelt. Und falls diese Karte auf deiner Hand oder in deinem Friedhof ist, kannst du ein Material von einem Finsternis Xyz Monster abhängen und kannst den specialen. Wird aber natürlich verbannt, wenn das Spielfeld fehl ist. Cooler Extender, den man spielen kann. Und außerdem ist das die Karte, die wir mit Rusty reinsenden, wenn wir mit Foreign Skills starten, damit wir am Ende Maskelena beschwören können. Auch ganz cool. Und natürlich die beiden Chaps. Shadebeginn und Fogblade. Ich habe überlegt, einen zweiten Fogblade zu spielen, einfach für ein paar der Fälle, falls ich einer der PKs ziehe. Das kann öfters passieren, die One-Offs. Damit ich wenigstens Rusty's Effekt aktivieren kann, um was reinzusenden. Ist halt ganz ideal. Habe ich mir auch überlegt. Und selbst Fogblade ziehen ist nicht schlimm, weil es einfach ein weiterer Interrupt ist für den Gegner. Das ist auch ganz nice. Kann man sich überlegen. Zu den Handchaps. Ich spiele ungelogen 12 Stück. Ich weiß nicht, ob man da alles sieht. Ich hab die Kameraeinstellung ein bisschen anders gemacht als sonst. 12 Handchaps mit 3 Aschen, 3 Ogre, 3 Nibiru und 3 Emperor. Sieht ziemlich wild aus, aber ich finde, man muss mindestens 8 Handjobs spielen in diesem Format, um wenigstens etwas machen zu können. In der Regel stoppt man die Combo-Decks, wenn man mit 2 Handjobs startet. Ein paar Decks können halt durch 2 Handjobs spielen, einfach weil man zu viel hat, das passiert auch. Aber in der Regel kann man das mit 2 Handjobs wirklich stoppen. Und ich glaube, mit 12 ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so schlecht, dass man 2 Handjobs sieht in der Starter, und das mag ich tatsächlich. Wenn ich neben den Starter noch Handjobs habe, um mich zu covern, falls irgendwas passieren sollte, damit ich einfach zurück Handjobbe und dann mein Ding wieder mache. Ansonsten, Asche ist obvious, genauso wie die Biro und Imperm. Asche ist zwar nicht so krass gegen Infernoble und Dreamlink. In manchen Fällen ist Asche sogar gut, wenn der Gegner unnormal schlecht hat. Aber an sich ist Asche wirklich gut gegen alle anderen Matchups, die es im Game gibt, weil die Karte so gut wie alle Matchups abdeckt. Und Ogre, ich mag Ogre, um ehrlich zu sein, ist eine super underrated Handjab. Wenn man die Karte richtig gut werfen kann,
also richtig gut timen kann. Das ist ein riesen Blowout für den Gegner. Einfach weil keiner mit der Karte rechnet. Und ja, ich mag Ogre, um ehrlich zu sein. Ich habe davor Lockbird gespielt, aber ich finde Lockbird nicht mehr so gut. Einfach weil Leute rausgefunden haben, wie man durch Lockbird spielt. Und ja, sobald Ogre super populär ist, würde ich Ogre sogar wieder cutten und dann wieder was anderes spielen. Je nachdem. Aber 12 Fanjabs, ganz solide, kann man machen. Die restlichen Karten im Main Deck, das eine Foolish. Und natürlich die Orcus Spelljabs, die ich gefühlt immer so spiele, mit zwei Veteranen, ein Babel und ein Crescendo. Ja, das war das Main Deck. Kommen wir noch schnell zum Extra Deck. Zwei Galatea und zwei Dingirso. Ja, da brauche ich nichts zu erklären, I guess. Linkross und Linkroibo ebenso nicht. Braucht man einfach in diesem Deck mittlerweile. Ich meine, Linkross ersetzt quasi den Extender, den du normalerweise brauchst. Und das ist ziemlich cool. Girobini, die Karte, die wir ganz locker beschwören können über Form Scales. Und wie gesagt, man kann damit Cabordendo senden, man kann damit Skeleton senden. Das ist ziemlich cool. Und die Karte sendet für Kosten. Also falls ihr auf die Idee kommt, die Karte zu negieren mit Veiler, Imperm oder vielleicht sogar auch Gamma, die Karte sendet für Kosten. Das ist dann egal, ob die es negiert oder nicht. Klar, man kann rein theoretisch Gamma machen, dann hat der Gegner einfach ein Monster weniger zum Arbeiten. Könnte effektiv sein, vielleicht auch nicht. Naja, ein Hulk. Hulk kann man auch beschwören über Gesu, das darf man nicht vergessen, je nachdem wie die Zonen gelegt sind, ist das halt möglich. Carrier. In diesem Deck benutzen wir Carrier einfach, um den Nightmare in den Friedhof zu senden. Wir equippen einfach das Nightmare mit irgendeinem Monster, was wir weglinken. Und somit können wir dann einfach weiterspielen. Ansonsten, wenn man natürlich mehr hat, kann man den Buster Lock machen. So ist es nicht. Dann der eine Barrikadenblocker, damit ich mal eine Dark Monster habe für Rusty und außerdem eine coole Karte, um deine Hand ein bisschen zu entbricken, falls du Karten ziehst, die du nicht ziehen willst. Kannst du einfach ganz locker discarden und an dem späteren Zeitpunkt wieder verwenden. Und Rusty ist halt Rusty. By the way, das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gezeigt. Wenn man das Isolde Package spielt, kann man sogar nur zwei Equips Bild spielen. Auf jeden Fall eine Smoke Grenade und die andere Equips kann irgendetwas sein. Und ihr spielt einfach Renault als Target. Ihr könnt mit Isolde Smoke Grenade als Kostenresident und Renault Special mit Renault Forkblade suchen. Ne, finde ich Forkblade, sage ich schon. Smoke Grenade adden vom Friedhof. Könnt dann eure Combo machen. Und am Ende beschwört ihr den Gesu auf die Zone, wo Bardic hinzeigt. Und könnt mit Bardic dann Smoke Grenade schießen. Und könnt dann eine Handkarte rippen. Das ist auch ganz cool. Das habe ich aber nicht gezeigt. Bewusst, weil es nicht mal meine Combo ist. aber das habe ich halt gesehen in einer anderen Gruppe und ich fand das richtig cool. Wollte ich auch mal erwähnen. Ballsword. Ich mag die Karte, wie gesagt, eher als Access Code in Orcus. Hat den einen oder anderen Grund. Einfach weil man damit viel besser OTKen kann und außerdem kann man große Monster sehr einfach überrennen. Dann haben wir noch Apollosa, Unicorn und ihr könnt euch schon denken, welche Karte als letztes kommt. Meine Bay, Mascarena. Sogar Portugiesisch. Das Portugiesisch ist schon krass. Ja, sollte man definitiv spielen. Es gibt ein paar Listen, die Karten Mascarena, was ziemlich weird ist. Ich mag Mascarena tatsächlich als Intro in diesem Deck. Dieses Deck kann die sehr gut ausnutzen. Vor allem, weil Mascarena sogar noch ein Dark Monster ist, was das noch wahnsinniger macht. Und ja, ist und bleibt meine Pay. Ja, das war's mit dem Phantom Knight Orcus Deck befallen, mit dem neuen Support. Mal sehen, was ich als nächstes mache. Ich werde mich in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr melden. Liegt daran, dass ich wieder im Studium Stress bin. Mein Semester beginnt morgen. Online-Semester, Homeoffice und bla bla bla. Und da ich gefühlt ein Jahr weggeschmissen habe, muss ich das alles ganz schön nachholen und es wird Zeit kosten. Naja, mal sehen, wann ich mich mal wieder melde für neue Videos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.